von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Wir sind heute Gast bei Porsche Wörgl, wo wir nicht nur den Betrieb, sondern auch einen Praktikanten der Mittelschule Kirchbichl kennenlernen werden. Doch vorher kommen wir noch zur Programmübersicht für diese Woche. Vielfalt und Abwechslung. Mittelschüler Simon lernt in der Sparzentrale verschiedene Abteilungen kennen. Kunst und Kultur. Bei der Nacht der Kunst wurden wieder die Kulturschaffenden der Festungsstadt ausgezeichnet. Holz und Späne. Bei der Tischlerei Decker bekommt Praktikant Jonas einen Einblick in das Holzhandwerk. Wir treffen uns zu Beginn mit Betriebsleiter Marco Hirzinger, der schon einige Jahre im Unternehmen ist. Hallo Marco, du bist der Betriebsleiter von Porsche Wörgl. Wie lange bist du eigentlich schon da in dem Betrieb? Ja, ich habe im Jahre 2000 eine Lehre beginnen dürfen, habe dann Kfz-Technik abgeschlossen und alle Stationen durchlaufen. Und im Jahre 23 habe ich dann die Betriebsleitung übernommen und bin somit 24 Jahre schon im Betrieb. Das ist ja wirklich eine sehr lange Zeit. Meine Frage, was zeichnet den Betrieb Porsche Wörgl besonders aus? Ich finde, das Wichtigste bei uns ist das Team, sprich die Leute, die Mitarbeiter, das Betriebsklima. Und durch so ein Team und kombiniert mit unseren Services, die wir auch anbieten, kann man einfach Kunden begeistern und ist man dann auf jeden Fall auf der Siegerstraße. Was bietet ihr bei Porsche Wörgl an? Also neben den Standard-Servicen in der Werkstatt an Verschleißreparaturen sind wir sehr gut spezialisiert auf E-Fahrzeuge, auf gasbetriebene Fahrzeuge, aber auch Unfallreparatur, Instandsetzung für kleine, aber auch schwere Schäden. Auch Assistenzsysteme können fachmännisch bei uns eingestellt werden. Und für die Kundenseite haben wir sehr gute Services auch zur kontaktlosen Abgabe über die Fastlane. Ihr habt ja gerade einen Praktikanten von der Mittelschule Kirchbichl da. Was kann er bei euch im Betrieb kennenlernen? Ja, der Marco hat gestern sein Praktikum bei uns beginnen dürfen, hat dann gleich meine Sicherheitsunterweisung gekriegt und dann angefangen in der Werkstatt unter den Fittichen von unseren Technikern hineinzuschnuppern, wie der Alltag da verläuft und wie die Reparaturen von sich gehen. Und das wird von Tag zu Tag mehr und man merkt auch, dass er richtig Spaß hat an der Sache. Von Porsche Wörgl schauen wir nun nur wenige hundert Meter Luftlinie hinüber zur Sparzentrale. Dort darf Praktikant Simon nämlich in verschiedene Abteilungen hineinschnuppern. Wie es ihm beim Traditionsunternehmen ergeht, sehen wir uns direkt nach der Werbung an. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, kauf meine bei Spar. Feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Egal ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Simon von der Mittelschule Kirchbichl absolvierte sein Praktikum in der Sparzentrale Wörgl. Und wir begleiteten ihn von Abteilung zu Abteilung.
Wir versuchen, die Schnuppertage möglichst abwechslungsreich zu gestalten, also dass sie die verschiedenen Bereiche kennenlernen. Bei uns ist es generell so bei der Lehre, dass jeder Lehrling einen Schnupperplan hat und dass er sozusagen in die 3 Jahre Lehrzeit dann auch jeden Bereich einmal kennenlernt und sehen, okay, was gehört da Neues bei der Spaß dazu. Ich bin der Simon, ich bin wegen den Schnuppertagen da und dann ist gleich der Lehrling gekommen. Der Simon hat einen Schnupperplan gehabt, dass er 6 verschiedene Bereiche kennenlernt. Er war beispielsweise auch schon in der Buchhaltungsabteilung oder auch im Einkauf. Da hat er zum Beispiel auch Reklamationen schon beantworten können. Und unsere Schnupperpraktikanten werden auch immer von unseren derzeitigen Lehrlingen mitbegleitet, einfach weil die am besten ihr Wissen weitergeben können, was sie so in der Lehrzeit eigentlich auch lernen bei uns. Simons Tätigkeiten gestalteten sich äußerst vielseitig. Mir hat jetzt am besten die Filialen und halt der Einkauf gefallen. Aber ich habe ja nur 3 andere Abteilungen, also werde ich es vielleicht noch ändern. Wir sind sicher nicht wie jeder andere Betrieb, also wir sind ein Riesenunternehmen, sind aber trotzdem ein Familienunternehmen, also das merkt man auch, also wir haben auch da den Zugang zu den Vorständen und so weiter auch. Wir sind ein sicheres Unternehmen, wir nehmen jedes Jahr ungefähr 120 Lehrlinge in unsere Lehrberufe jetzt halt alleine in Tirol und Salzburg auf. Auch bei uns in der Zentrale in Würgl haben wir viele verschiedene Lehrberufe und da haben wir derzeit sogar jetzt dann auch 20 Lehrlinge in Ausbildung, die auch nach der Lehre wirklich einen sicheren Arbeitsplatz haben und da eine fixe Stelle dann auch bekommen. Sollte der Mittelschüler eine Lehre bei Spar beginnen, erwarten ihn viele Vorteile. Zum normalen Gehalt gibt es auch verschiedene Benefits, also über 6.000 Euro an Prämien, was man sich während der Lehrzeit dazu verdienen kann. Und natürlich auch verschiedene Ausflüge, die wir machen. Jetzt bald dann haben wir unser Kino-Event, wo alle Lehrlinge eingeladen werden in Tirol und Salzburg, wo wir gemeinsam ins Kino gehen. Aber auch Zusatzausbildungen wie zum Thema Regionalität, was wir auch haben im 2. Lehrjahr mit einem Verkaufswettbewerb und wo wir uns auch an regionalen Lieferanten anschauen. Und natürlich unser großer Lehrabschlussausflug in den Europapark nach Rust, wo wir nochmal gemeinsam dann den Lehrabschluss feiern. All die neuen Eindrücke machten ganz schön hungrig. Und so stärkte sich Simon, bevor es in die nächste Abteilung ging, in der betriebseigenen Kantine. Nächste Woche auf Kufstein TV. Lydia Brenner-Kasper in Damenspitzerl. Nachdem uns Betriebsleiter Marco einen Überblick gegeben hat, besuchen wir nun Kfz-Meister Dieter. Er arbeitet intensiv mit dem Praktikanten der Mittelschule Kirchbichl zusammen. Dieter, du bist Kfz-Meister hier bei Porsche Würgl. Was fasziniert dich an deinem Beruf? Was mich fasziniert, ist die Abwechslung einmal vom mechanischen Alten bis zur Moderne. Wir haben da aktuell sowieso einen riesen Wandel drin. Und meine Motivation ist eigentlich immer am Fortschritt bleiben. Und das ist eigentlich das, was für mich das ausmacht. Fehlersuchen, Fehlerdiagnose, etwas, wo ich auf alle Fälle meinen Kopf hernehmen muss. Und das ist da eigentlich mein Beruf. Du bist ja auch verantwortlich für die Ausbildung der Lehrlinge und speziell heute auch habt am Praktikanten da von der Mittelschule Kirchbichl. Was kannst du ihm zeigen heute? Also was er auf alle Fälle sieht, ist mein Tagesablauf. Aktuell machen wir gerade so eine Standardarbeit, also das heißt Zahnriemen, Bremsen. Das, was natürlich zu unserem Alltag dazugehört und werde auch wahrscheinlich einen Teil davon haben, wenn wir Fehler suchen. Wir haben auch schon eine Geräuschdiagnose gemacht. Wie schaut eine Probefahrt aus? Wie machen wir das mit dem Tester? Wie funktioniert generell der ganze Ablauf in so einem Betrieb? Voll im als Mechaniker. Hallo, ich bin der Marco und ich repariere gerade die Bremsen beim Auto. Wir hatten erst eine Probefahrt und haben festgestellt, dass etwas nicht mit der Bremsen passt. Da haben wir alles korrigiert und jetzt schreibe ich alles wieder zurück.
In nächster Zeit finden in der Region Veranstaltungen für Jung und Alt statt. Welche Termine ihr euch jetzt schon im Kalender anstreichen solltet, erfahrt ihr in den QTV Veranstaltungstipps. Von Frauenfeld über Rovereto und Langenlois bis hin zur Festungsstadt. Diese Ausstellung vereint Kunstwerke aus Kufstein und seinen Partnerstädten unter dem Dach der Galerie Dialog. Die Vernissage von Kunst aus den Partnerstädten findet am 1. März um 19 Uhr statt. Danach lässt sich die Ausstellung noch bis zum 29. März jeweils donnerstags bis sonntags bewundern. Und das bei freiem Eintritt. Die Maus spaziert im Wald umher. Das sah der Fuchs und freute sich sehr. So viele Gefahren für die kleine Maus. Da erfindet sie einen starken Freund, den schrecklichen Gryffalo. Und dann steht er plötzlich wirklich vor ihr. Der Gryffalo, ein Mitmachtheater für die ganze Familie. Am Samstag, den 9. März, ab 15 Uhr in der Jugend- und Kulturfabrik Kufstein. Warum riskiert man beim Tragen einer vermeintlich zu kurzen Hose eine Strafe? Und warum reist man trotz eindringlicher Warnungen immer wieder in den Iran? Als eine der wenigen deutschen Journalistinnen kennt Nathalie Amiri den Iran detailreich und genau. Am Donnerstag, den 7. März, berichtet sie im Kulturquartier von ihrem Leben zwischen zwei Welten. Tickets gibt es im Rathaus, dem DVB Kufsteiner Land und bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Im nächsten Teil der Art of Solo-Reihe gastieren zwei extravagante Künstlerinnen in der Kulturfabrik Kufstein. Alicia Edelweiss ist eine österreichisch-britische Singer-Songwriterin, die verschiedenste Instrumente beherrscht. Komplettiert wird das Line-up durch Izzy Riff, die seit fast 10 Jahren solo und in Bands aktiv ist. Der Verein Klangfarben freut sich mit euch auf einen Konzertabend der Extraklasse. Kein leichtes Mädchen, ein käuflicher Liederabend mit Elisabeth Deroux. Aus beinahe 100 Interviews mit Menschen beiderlei Geschlechtes, die in der Sexarbeit tätig sind, entstand ein Monolog durchwoben mit Kunstliedern. Ein Abend der anderen Art, am 2. März auf der Kufsteiner Festung. Marco scheint ja viel Spaß zu haben an seinem Praktikum. Doch wie wird man eigentlich Lehrling bei Porsche und wie ergibt sich ein Praktikum? Wir erkundigen uns bei Ausbildungsvertreter René. Wie viele Lehrlinge bildet ihr derzeit bei Porsche Würgl aus? Zurzeit haben wir 5 bis 6 Lehrlinge bei uns in der Firma im Bereich Karosseriebautechnik und im Bereich Kfz-Technik. Ihr habt ja auch immer wieder Praktikanten da. Wie wird man Praktikant bei Porsche Würgl oder wie bewirbt man sich als Praktikant? Ja, zunächst wird es eigentlich telefonisch der erste Kontakt geknüpft. Das heißt, die Lehrlinge rufen uns oder beziehungsweise mich an und fragen, wie es ausschaut mit einer Praktikumsstelle beziehungsweise den Schnuppertagen, was von der Schule her eigentlich angeboten wird. Und so entsteht eigentlich der Kontakt und die schauen noch, ob das terminmäßig bei uns eigentlich noch hinhaut. Ihr habt ja gerade den Marco von der Mittelschule Kirchbichl da. Wir haben gesehen, es macht ihm recht Spaß, die Arbeit. Wie schaut das jetzt aus? Wie wird man dann Lehrling bei euch? Wenn er Interesse hat an der Lehrstelle, nachher Kurse bei uns auf der Webseite bei www.porschetirol.at online bewerben und die verschiedenen Standorte sind auch aufgeführt, beziehungsweise auch die Lehrberufe, was man ausbildet und da kann er sich mit den ganzen Bewerbungsunterlagen bewerben. Ob Theater, Kunst oder Musik, die Stadt Kufstein verfügt über eine reichhaltige wie facettenreiche Kulturlandschaft. Bei der 5. Nacht der Kunst wurden abermals die besten Werke des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Wer die großen Sieger des Abends waren, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Bei der 5. Nacht der Kunst wurden Preise in 13 Kategorien verliehen.
Ja, ein ganz besonderes Willkommen natürlich allen Künstlerinnen und Künstlern, allen kulturschaffenden Vereinen und Einzelpersonen hier in Kufstein. Denn um euch geht's. Ihr seid der Grund für diese Gala, der Grund für diesen Abend. Schön, dass ihr wieder mit so vielen facettenreichen Vereinen und Aktivitäten unser Leben hier bereichert habt und auch heute hier zur Nacht der Kunst gekommen seid. Danke. Danke für eure Kreativität, danke für eure Ideen, danke für eure Impulse, danke für eure Träume, danke für eure Ängste. Es sind die Hanna und der Maximilian, die auftreten unter dem Titel Dear Decline, das ist ihr Bandname, sie sind Singer, Songwriter und ich freue mich, wenn man heute sie hier jetzt auszeichnet, ich darf euch auf die Bühne zu mir bitten. Uns geht es so, wir schreiben unsere Songs, hin und wieder bringen wir auch einen außer und haben das Gefühl, dass wir immer noch nicht gesehen werden und umso mehr gefreut uns jetzt, dass wir heute da gesehen worden sind. Vielen Dank. People say I complain too much and they're convinced that I am arrogant, is a resting face all it takes to scare them all away. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Preis der Kunstjury für das vielfältigste Kunstprogramm 2023 ergeht hiermit an den Verein Arche Noe. Herzliche Gratulation. Gratuliere, Stefan. Gratuliere, gratuliere, gratuliere. Wer möchte den Preis halten? Es ist ganz schwer. Posier mal raus. Rückst du mal zusammen für ein Foto? So, mach mal so. Darum bin ich sehr froh, weil ich gehe da sehr gern hin, dass ich den Preis verleihen kann für die beste Musikinitiative an den Verein Klangfarben für ihr The Art of Solo. Posieren wir noch ein Foto. Ausgezeichnet für die beste Traditionsveranstaltung, die Heimatbühne. Ja, in der Tradition der Heimatbühne, vielen Dank nochmal an das Publikum. Oscar-Verleihung sage ich nur vielen Dank an meine Familie, die immer hinter mir gestanden ist und meine Frau, ohne die das Ganze nicht funktioniert hat, dauert zweieinhalb Minuten, echt so lang. Vielen Dank, danke, schönen Abend. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie keinen Arzt, sondern die Wortapotheker Tom und Brigitte Weninger. Danke, dass ihr hier in Kufstein so einen fruchtbaren Boden bereitet, wo Träume wachsen können. Aus einer Buchhandlung 2009 ist eine Kulturinitiative gewachsen, die sich den Nachwuchs nicht als Problem, sondern als Kernthema vorgenommen hat und deshalb so viele Familienveranstaltungen in Kufstein machen will, weil sie es kann. Und wir hören erst auf, wenn Kufstein Literaturhauptstadt Österreichs geworden ist und kein bisschen davor. Die Kür zur besten Kunstausstellung, die Adventfensterbilder bei der Volksschule. Bestes Kunsthandwerk, Metallkunst von Hans-Peter Kanz. Dass ausgerechnet du als Metallkünstler jetzt einen Preis aus Stein und Holz bekommst. Das geht mal hoch, ja. Vom Handwerk zur besten Kunstinitiative mit sozialem Engagement und weiter zum Preis für die beste Musikveranstaltung. Kennst du ein paar, die Ringe? Der größte Publikumserfolg, das aufreizende Ladies Night. Chapeau, vielen Dank dafür und danke auch an euch, liebes Publikum, dass ihr uns so mit diesem Preis ausgezeichnet habt. Vielen, vielen Dank. Ich bin das Betty Pearl da für unsere queere Gesellschaft in Kufstein und Umgebung. Ich bin ein Leuchtfeuer, ich versuche ein Leuchtfeuer zu sein. Ich bin, was ich bin, ich will kein Lob, ich will kein Mitleid. Zum besten Nachwuchskünstler ausgezeichnet wurde Adam Hefer, der Regisseur von Atmen. Und der Preis für das beste Theaterstück 2023 ging an Der Tod und das Mädchen vom Stadttheater Kufstein.
Ich möchte nochmal auf meine zwei Mohntorten verweisen und möchte aber erwähnen, dass die Verzierung oben von meiner wunderbaren Frau ist, die nicht nur brillant schauspielert, sondern auch meine Kuchen verziert. Und es ist einfach schön. Wenn wir schon bei Porsche Wörgl sind, möchten wir natürlich auch noch etwas zu den Autos wissen. Verkäufer Robert kann uns da sicher weiterhelfen. Welche Automarken verkauft ihr bei Porsche Wörgl? Ja, wir vertreiben eigentlich das ganze Portfolio von VW-Konzernen. Wir haben VW-Nutzfahrzeuge, dann vertreiben wir Skoda, die Marke Audi und Seat und Cupra. Was sind derzeit die Highlights, die ihr im Angebot habt? Also wir haben einen komplett neuen VW Amarok bei den Nutzfahrzeugen. Dann haben wir einen ID.7, ist ein vollelektrisches Modell, ein neues, mit bis zu 700 Kilometer Reichweite. Und der Passat ist neu im Programm. Es kommt im Sommer dann noch der Bestseller, der Golf nochmal neu. Also ist immer was los. Von der Autokarosserie geht's zum Holz. Die Tischlerei Decker aus Itter steht seit über 40 Jahren für Tiroler Handwerk der Meisterklasse. Im Rahmen der berufspraktischen Tage nahm das Familienunternehmen Mittelschüler Jonas unter seine Fittiche. Mehr dazu erfahrt ihr im Anschluss an die Werbung. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, kauf meine bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Ich habe machen dürfen, also am Anfang viel Schleifen. Danach habe ich viel mit den Maschinen gearbeitet und so. Und am besten hat mir gefallen, dass ich die Tiere zusammenbauen habe dürfen. Mit Jonas sind wir super zufrieden. Er ist motiviert, fragt nach, er will was wissen, wissbegierig. Der Jonas ist eigentlich ganz fleißig, kommt dann sich sagen, er ist offen, er redet gern mit Leuten, er schaut sich gern Sachen an, er ist eigentlich da ganz begeistert bei der Sache. Also ich finde die berufspraktischen Tage eine super Sache, die jungen Leute können in die Berufe reinschnuppern, wissen oder kriegen einen Background, wie es da wirklich anläuft. Bei uns sind die Tischlerei Decker, weil heuer der 100. Lehrling ausbildet. Garantie für eine gute Ausbildung ist in erster Linie der Lehrling selber. Einfach die Bereitschaft, dass er was lernen will, die Motivation dahinter. Wichtig ist natürlich auch die Belegschaft, das ganze Team, was dahinter steht, dass das Engagement dazu bereitsteht.
die Highlights von der Ausbildung sind natürlich, wenn du deine Leute selber ausbildest und sie bleiben da im Betrieb und einfach den Werdegang noch vom Anfang bis zum Ende mitverfolgen kannst. Mir gefällt das Praktikum voll gut. Ich würde auch hier gerne eine Lehre machen. Ich kann einen Berufstischler kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, denn es ist etwas fürs Leben. Man kann eigentlich alles selber machen, auch privat. Und man kennt es eigentlich auch überall aus. Nächste Woche auf Kufstein TV. Fabian schnuppert bei der KUF GmbH. Nun ist es auch schon wieder Zeit, sich von den Mitarbeitern bei Porsche Wörgl zu verabschieden. Wir fühlten uns hier bestens aufgehoben. Das war's mit unserem Besuch bei Porsche Wörgl im Rahmen der berufspraktischen Tage der MS Kirchbichl. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Georg Anker.